Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Frank. Heute möchte ich euch wieder einmal ein super cooles Programm zeigen zur Videobearbeitung. Los geht's! Das Programm heißt Action Director. Ich gehe mal rein. Das wechselt jetzt in den Modus. Okay, ich gehe jetzt in meinem Fall auf Bearbeiten. Dann gibt es hier Bilder. Ich nehme zum Beispiel ein baffenden Hund. Okay. Wir sind jetzt hier im Menü, wenn ich es mal so sagen darf. Hier kannst du es bearbeiten, schwenken, zoomen und Effekte eingeben. Upsi. Ja, ich mache jetzt einmal einen Titel. Hier steht immer dabei, was man alles machen kann. Da kann man zum Beispiel, ich nehme Filmanfang. Da schreibe ich jetzt Fragen rein. Upsi. So. Ich hoffe, das passt. Wenn man hier auf T klickt, kann man auch noch die Farbe einstellen und Randung. So. Ich glaube, das sieht cool aus. Und dann noch das. Ja, das mag ich haben. Ja, da kann man einfach unendlich viel machen. So, ich bin jetzt irgendwo angekommen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das so. Und jetzt sehen wir es uns an. Yeah, super cooler Effekt. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier kann man dann auch noch aufs Audio gehen. Audiomischung, Hintergrundmusik einblenden, ausblenden. Alles kann man hier machen. Farbe, der Filter. Zum Beispiel so oder so. Irgendwie. So einstellen, die Belichtung. Kontrast. Hey Leute, ich finde den Kontrast immer ganz cool, wenn das so ganz oben ist. Das lasse ich jetzt mal so. Ja, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch wieder mit gut unterhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, um kein Video mehr zu verpassen. Hab euch lieb, euer Fragen. Oh ja, Freunde, eins wollte ich euch noch sagen. Ich habe eine tolle, super coole neue Android-Version. Ich zeige euch mal die Galerie. Wartet ein wenig. So, ich bin in der Galerie und wollte euch kurz mein letztes Video zeigen. Es ist so cool. Ich schalte die Musik aber aus. Man kann einfach alles machen. In diesem Video zeige ich zum Beispiel, wie man so eine Schokocreme macht. Aus Kichererbsen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so etwas Leckeres, eine Schokocreme, aus solche Kichererbsen machen kann. Ja, jetzt endet das Video aber endgültig. Hab euch lieb, euer Fragen!